nette Halle. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Na lecker. Kann man einfach aufessen. Öl, yeah. Okay. 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 Oh Gott, guck. Sieh einer mal an. Komm. Okay, dann haben wir das auch. Für raus. Oh. Was ich lecker an. Dankeschön. Da will was wohl nicht, dass ich gehe. Okay. Da unten ging's auch nicht. Hey, ey. Ging's auch nicht lang? Okay, dann gehen wir eben hier unten entlang. Labor, ne. Weinkeller, Weinkeller. Oh, die Tür ist verschlossen, ja, okay. Ja, ich habe auch Hallos, ja, ja. Da bist du nicht der Einzige. Zunderbüchsen. Ne, Zunderbüchsen. Nicht Zünder. Gut, wenn es dort überall nicht lang geht, dann müssen wir wohl in die Archive. Moment. Eine Zünderbüchse. Ey. Okay. Moment. Oh. Okay. Auf, in die Archive. So, da sind wir in den Archiven und seltene Bücher. Können wir die einfach mal alle mitnehmen hier? Hopp, Pferd schwindet, ja, Pferd schwindet. Ey, cool, eine Statue. Komm, geh kaputt. Besonders widerstandsfähig. Oh, es leckt gerade aber richtig. Nehme ich den auf? Ja, ich nehme ihn auf. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Wir waren wohl früher ein Sandgräber. Mit N kannst du die die meisten Texte lesen. Okay, aber den haben wir ja gerade gelesen. Oder ja, vorlesen, da hatten wir schon wieder einen Text. Die wollen uns ja mit Texten zuschütten. Zuschütten. Wie viele Zünderbüchsen haben wir denn? 13. Ah Gott, Sicht, ey, verschwimm nicht. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers.
Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm, Haus Gehrig. Okay. Sind wir mal alle der Meinung, dass ihr alle nicht lesen könnt, deswegen muss ich euch das vorlesen. Außerdem, ich weiß ja nicht, wie schnell ihr lesen könnt, deswegen lese ich es einfach vor. Ja, Spinnennetze, wer braucht die schon? Da gehe ich jetzt nicht lang, da ist nämlich eine Tür. Moin, oh. Ich mache die Tür mal lieber zu, weil wenn was kommt, dann höre ich das ja auch. Ein paar Hemden. Die haben aber auch immer dasselbe an hier, ist ja unglaublich. Hopp. Du machst die Tür mal zu. Ist ja echt unglaublich, meine Wurfkünste sind echt dahin. Hey. Zunderbüchsen. 17th of May, 1839. My hand trembles as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ja, war gefangen. Aber jetzt wissen wir endlich, wer früher war. Er war Indiana Jones. Wieso bin ich da nicht von Anfang an drauf gekommen? Ich meine, wer durchstürmt sonst in Wüsten irgendwelche Gräber? Also, hey, cool. Mieses Mistviech. Oh, hier geht's auf. Moin Buch. Oh, ich sehe eine Zunderbüchse. Zunderbüchse, Mann. Ey, da kann jemand vorzüglich Piano spielen oder was das auch immer darstellen soll. Moment. Moin. Okay. Okay. Dann laufen wir jetzt einfach mal hier quer. Quer durch. Ich hab die jetzt alle nicht gehört, ich auch nicht. Das Öl. Geh weg, Stuhl. Aus dem Weg. Nein, da gucken wir jetzt nicht runter. Ja, ich benutze meine Lampe selten, solange es nicht unbedingt nötig ist. Ansonsten ist ja Verschwendung hier. Hier sieht man ja wirklich alles noch. Was zur Hölle? Moin Steine. Immer locker bleiben, Daniel. Wir schaffen das ganz allein. Hey. So. Und. Hey. Nicht umkippen. Hey. Mach doch was du willst. 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Yeah. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me.
Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. Okay. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay, ich guck mal, was ich gerade bekommen habe. Oh, okay. Das hat er gerade vorgelesen. Jo, okay. Oh Gott, wirklich, oder was auch immer da stehen soll. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Eine Truhe. Oh, Flash, ey. Habe ich ja nicht noch genügend Öl? Ah, okay, ich füll die einfach mal an. Yeah. Sag mal, da spielt schon wieder jemand. Echt richtig schlecht Klavier. Moment. Dort ist eine Wand. Die sieht ziemlich kaputt aus. Gibt es hier irgendwo ein Steinchen, was ich mitnehmen können? Na. Doch, Moment, hier hinten war noch ganz viele. Ja. Daniel wird jetzt Superman und wirft mit dem Stein die Wand ein. Ah, du bist gut. Hup. Ey. Oh Gott, Flash. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful with that. Davon ist verdammt dunkel. Ah, den gucken ist zu hell. Mal gucken, was. Nein, er hat doch gerade Memento gemacht. Es gibt eine Art Geheimmechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Eine Art organisches Gewebe, bla bla. Ja, okay. Hier soll also ein Mechanismus sein. Okay. Dort vorne ist ein Zettel. Ich bin ein Randalierer. Okay. Hiesige Folklore. Altstadt und Schloss Brennburg, 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervoll malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt was, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihrer verdorbenen Seele gefertigt, entstellten sich und ihre Wesen veränderten sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Na lecker. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinsäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Das klingt ja nicht gerade sehr schön. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt.
Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages macht er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wiedergesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in der Altstadt gewesen zu sein und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist, wer dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen besuchte und was ist ihm zugestoßen. Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adelig Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang ein hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Okay. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte... Moment, sagte Daniel vorhin nicht, ich muss Alexander töten, ich dachte, er ist... Egal. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrag. Okay. Oh, war das ein Zettel, ey, und es lag gerade tierisch. So, jetzt geht's wieder. Also, was soll hier sein? Irgendwas soll hier sein. Öl. Es ist abgeschlossen. Hey, hier sind so viele blaue Bücher. Wieso sind die blau? Moment, Mechanismus, blaue Bücher. Okay. Hier sind keine mehr. Okay, schnell rüberlaufen. Hier ist eins. Hier ist eins. Ah, genial. Und hier hinter... Ein Schrank. Nach links und rechts, den ist ja auch cool. Okay, Schlüssel. Reinklappen. Wieso steht die Tür offen? Egal. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lange genug gefährdet. Lange genug gefährdet mit ihren selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf dem Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Bitte was? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Nett. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Klingt ja nett. Einfach Wein vergiften oder was? Nett, nett. Boah, das leckt gerade schon wieder. Das ist ja echt unglaublich. Die Tür ist hier gerade aufgegangen. Moment, hier war ich mal. Was zur Hölle war das? Kopf rund und die Hände zittern, egal. Hier hinten wollte ich nochmal lang gehen. Mal gucken. Was? Nein, 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 nein. Was war das jetzt? Okay, was für ein Mistviech! Das heißt, ob jetzt kein Münster oder was? Ich bin hier gar nicht nett. Moment. Hier ist das Viech gerade reingegangen, aber wieso stand es auf einmal hinter mir? Okay, ich lauf einfach. Egal. Einfach laufen. Ey,